Die Panzergrenadiere werden ab Januar für ein halbes Jahr in Rukla bleiben und den NATO-Gefechtsverband leiten. Zusammen mit Soldaten aus 4 weiteren Nationen. Die multinationale Einheit soll Gegner abschrecken und notfalls den NATO-Partner Litauen mit verteidigen. Wir müssen uns manchmal wieder vergewärtigen, dass wir geschworen haben, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das ist unser Auftrag. Für den Beruf haben wir uns entschieden. Und das gibt dem Ganzen die nötige Ernsthaftigkeit. Der Auftrag im Baltikum besteht seit 2017 nach der Annexion der Krim durch Russland. Er habe sich laut Bundeswehr auch durch den Krieg in der Ukraine nicht verändert. Im Vorfeld des Appells waren Angehörige zu einem Familientag in die Hagenower Kaserne eingeladen. Sie konnten sich über die Arbeitsbedingungen und Ausstattung ihrer Soldaten und Soldatinnen informieren.